7,2%. Wie kommen die da rein? Also im Prinzip, das Bier wird stärker eingebraut. Das heißt, viel Malz ist drin. Nicht unbedingt Röstmalz, also dunkles Malz, aber viel Malz ist drin, weil viel Malz gleich viel Zucker, den man ja rauskocht beim Maischen. Du erinnerst dich. Und dann gibt man dem Bier eine besonders hungrige Hefe hinzu, also die dicke, fette Naschkatze. Die schmeißt sich drauf und futtert den Zucker weg und verwandelt ihn halt fleißig für uns in Alkohol. Und so klangen wir auf 7,2. Vom Aroma aus her, Hopfen ist hier so gut wie gar nicht präsent in der Nase. Man riecht eine Süße, eher ja, weinig, Sherry, Porter, nee, Portwein. Portwein. Eher so Portwein-mäßig. Ne? Ja. Ist eigentlich auch das perfekte Bier, um den Feierabend einzuläuten oder wenn dein Verein gewonnen hat oder wenn du gutes Buch mal eben nebenbei liest, also dann haust du ja nicht das Sixpack mal eben rein, sondern trinkst das eher nebenbei langsam, ist dafür das perfekte Bier. Du kannst das auch super wieder zu einem Nachtisch trinken, weil Alkohol, Geschmacksverstärker, pusht den Zucker, der in der Nachspeise ist, Zucker, Geschmacksverstärker, pusht die Aromen, die im Bier sind.